Claude Monet, Henri Matisse oder auch Martin Kippenberger. Eines haben alle drei Künstler mit Sicherheit gemein. Ihr letztes Bild haben sie alle bereits gemalt. Doch welcher spezielle Reiz liegt eigentlich in der Betrachtung der letzten Schaffensphase eines Künstlers? Es liefert einerseits einen besonderen Zugang, weil es bisweilen auch vom Künstler intendiert, noch einmal eine Art, ein letztes Aufbäumen oder eine ganz klar, also eine Synopsis oder ein Sprung noch zu einer anderen Art ist. Denken wir etwa an Matisse mit seinen wunderbaren Scherenschnitten. Auf der anderen Seite kommt dem Spätwerk im Nachhinein natürlich eine besondere Konzentration zu. Während sich die Kunstgeschichte dem sogenannten Spätwerk fast ausschließlich unter dem Aspekt eines Spät- oder Altersstils widmet, geht es den Machern der Schirnausstellung vor allem auch um die Besonderheit, mit der sich der Abschluss des Gesamtwerks im Einzelfall vollzieht. Wichtig war auch, dass sie als letzte Bilder in gewisser Weise sprechen. Das heißt, dass tatsächlich mit diesen letzten Bildern nochmal etwas Bestimmtes passiert. Sei es, dass sich vielleicht eine lebenslange Beschäftigung mit einem Thema nochmal ganz konzentriert und verdichtet am Ende. Sei es, dass vielleicht nochmal etwas ganz Neues beginnt, was eigentlich eher in die Zukunft weist und vor dem Hintergrund des vorherigen Werks auch sehr überraschend sein kann. Sei es aber auch, dass es ein plötzliches Ende ist, was dann dennoch rückblickend als letztes Werk auf einmal eine Bedeutung erfährt. So wie beispielsweise im Fall des bekanntesten Pop-Art-Künstlers unserer Zeit. Denken Sie an das letzte Abendmahl-Gemälde von Andy Warhol, der dann danach an einer vollkommenen Routineoperation ganz überraschend gestorben ist. Die letzten Bilder präsentieren sich dem Besucher dabei nicht etwa chronologisch. In 7 unterschiedlichen Themen zugeordneten Räumen werden jeweils die Werke zweier Künstler gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellungen, die sind eben teilweise so korrespondierend, dass man also Verbindungen zwischen diesen Künstlern entdeckt, teilweise aber auch kontrastierend, was natürlich über diese letzten Bilder hinaus, vor deren Hintergrund natürlich man diese Werke betrachtet, nochmal ganz unterschiedliche Themenaspekte hervorhebt. Wer sich einem derart speziellen Blick auf den ein oder anderen Künstler nicht verschließen will, noch bis zum 2. Juni wird die Ausstellung auf dem Frankfurter Römerberg zu sehen sein.